Ein herzliches Hallo von mir an euch zu einem neuen Video, zu einer weiteren Folge Home Sweet Home Survive. Ich habe einen richtig coolen Skin, seht ihr das? Aber das liegt nur daran, es gab vor einer Weile mal ganz viele Greedy Pots gratis. Trap. Hätte ich eine Trap? Nein, ich möchte einen Energy Drink. Da waren ein paar Skins dabei. Wie eben letztens der Rucksack bei diesem Typi. Keine Ahnung, ich weiß halt nicht mehr, wie die Leute hier heißen. Und die Flügel waren auch dabei. Ja. Eigentlich die Map, die ich lieber habe. Jetzt habe ich aber... Jetzt spiele ich ja mit einem anderen Charakter. Jetzt habe ich... nicht mehr meine... nicht mehr meinen sechsten Sinn. Ich sehe jetzt nicht mehr, wo die anderen so rumlaufen. Schon wieder die. Und ich habe übrigens, ich habe jetzt immer noch den Perk mit, dass wenn ich krieche, dass die Stamina sich schneller recovert. Und ich habe Adrenalin mit. So heißt es tatsächlich hier auch. Das bedeutet, wenn ich nur noch 50% HP habe, laufe ich schneller. Cool, ich habe eine Nadel. Das war ja klar. Geh, lass mich. Hilfe. Hat, dass ich woanders kann ich ja jetzt auch nicht sein, ne? Oh, cool. Wie laut atme ich denn bitte? Was? Beim Rausgehen muss ich... Wait. Warum waren hier jetzt gerade Skillchecks? Sag mal! Ja, ich schmier ab. Gern geschehen. Ich mache mir ja das Ritual, okay? Ich kann halt nicht hinter mich gucken. Ich kann nicht gucken, wann der Killer kommt. Und wenn ich sie höre, ist es ja quasi schon zu spät. Ist immer mein Problem. Ich habe auch keine Zeit zu gucken bei den Skillchecks, was der Unterschied ist, ob ich den Skillcheck perfekt treffe oder nicht. Ich glaube, sie wollte Schutz. Wie die immer alle die Items verteilen. Ihre Mates. Oh, what? So.
Hört der Killer das eigentlich? Wenn man hier verkackt. Ich muss sagen, bei dem Spiel aktuell reizt es mich überhaupt nicht, Killer zu spielen. Ich möchte erstmal lernen, wie ich Survivor spiele. Ich glaube, es wäre besser gewesen, wir hätten einfach... Also wir brauchen 3 Rituale. Es ist schon gut, wenn wir das noch machen. Und dann können wir die andere Nadel können wir dann ignorieren. Und gucken, dass wir die 3 angefangenen Rituale vervollständigen. Sie hat halt jetzt Schaden bekommen, ne? Obwohl, ich kann zu dem... Ich hab die Nadel ja noch. Ich kann ja noch zu dem anderen gelben. Oder? Jetzt ist nichts Gelbes mehr. Was müssen wir denn jetzt noch machen? Wieso ist dort jetzt jemand dran? Sehe ich deswegen diese gelbe Silhouette nicht mehr? Oh, sie hat... Hä? Was hat sie denn in der Seele? Ah, okay, ich habe es nicht mehr gesehen, weil schon jemand dran war. Vielleicht sollte ich auch lieber was in die Hand nehmen, womit ich mich wehren kann, ne? Ach, das ist fertig. Oh, wir brauchen die Nadel dann doch nochmal. Hä? Wir haben Zeit dazu bekommen. Hieß es nicht eben noch? Wir haben 9 Minuten irgendwas? Sind es 11 Minuten 25? Oh, die haben es hier hingelegt. Clever. Ich weiß nicht, wo sind denn noch solche Itemkisten? Ich kenne doch die Map noch nicht. Nimm mal die. Hier war das nicht. Oder liegt eine Seele? Irgendein Charakter hat übrigens die Fähigkeit, wenn er nach 90 Sekunden noch nicht aufgehoben wurde, also seine Seele, kann er sich selber recovern. Also. Ich weiß gar nicht, ist das der Charakter, den ich gerade habe? Oder ein anderer? War ich schon mal tot diese Runde? Nee, ne? Es wäre cool, wenn mir jemand helfen käme. Dann ging es schneller. Killer ist beschäftigt. Thank you.
Oh, ich bin hier wieder in die Sackgasse. Okay, ich bin nicht ganz tot, ne? Sehen die meine Seele dort überhaupt? Oh mein Gott, Leute, das eine Ritual war schon zur Hälfte. Ja. Und jetzt noch jemand meine Seele holen, bitte. Das wäre Bombe. Sie hat meine Seele, oder? Hat sie meine Seele? Nee. Ich bin geschlagen. Achso, ich kann mich ja auch selbst... Ach, ich kann mich selbst zurück ins Leben holen. Seht ihr das unten? Und habe dann, bin dann Half-Life. Das Ritual ist fertig. Wir können entkommen. Oder? Ja, sie können sie umbringen, aber erst wenn ich wieder da bin, oder lebe ich dann? Weil meine Seele ist ja noch... Wartet! Tötet sie noch nicht! Ich möchte mit überleben! Noch 20 Sekunden! Oder bin ich dann tot? Ich weiß es nicht. Oder lebe ich? Was muss ich drücken, um wieder im Game zu sein? 7 Sekunden... 5, 3. Ich bin wieder im Game. Lass die mal kämpfen. Vielleicht finde ich noch eine Spritze. Ich gehe einfach durchs Portal. Bin ich ein Arsch? Soll ich das Portal öffnen? Killer kam. Ich bin gegangen. Und sie ist tot. Ich konnte euch eine erfolgreiche Runde zeigen. Oh mein Gott. Ich hatte jetzt am Ende aber noch ein bisschen Angst, deswegen bin ich schnell durch das Portal, weil ich wollte jetzt nicht noch sterben. Ah, guck mal, dafür gibt es wenigstens auch XP. Ich bin zwar immer noch Level 2, aber ich habe immer noch die wenigsten Punkte. Es ist mir egal. Was habe ich hier? Was ist das? Ich habe die meisten Überlebenden wiederbelebt. Hä? Das macht doch gar keinen Sinn. Ich habe niemanden wiederbelebt. Ich habe mich selbst wiederbelebt. Habe ich deswegen die Auszeichnung? Weil sonst... Doch, jemand an... Hier ist doch auch Most Survivors. Hä? Ich verstehe das mit den Auszeichnungen da noch nicht so ganz. Ja, aber... Wir sind entkommen. Mit ihr. Wie auch immer sie heißt. Sie heißt Jane. Jane läuft's. Also, danke fürs Zuschauen in dieser Runde. Wir sind rausgekommen. Ein Wunder ist geschehen. Und wir sehen uns sehr gern demnächst hier auf YouTube wieder, wenn ihr möchtet. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Tschüss.